Recht herzlich willkommen zur neuen Folge von City Skylines und zwar die Folge Nummer 57. Ja, wir sind noch in der Nacht hier, wie wir so schick sehen. Tag-Nacht-Wechsel und wir gehen nochmal rein. Hier sieht man wunderbar, was ist das hier? Ein Park, japanischer Garten und die Autos stehen, weil wir nicht die Leertaste gedrückt haben und wir gehen wieder raus, weil die Feuerwehrautos so laut sind oder was es auch immer war, Krankenwagen. Dies hier ist eine Straße mit Mittelspur. Und da sind andere Lichter drauf. Guck mal, orange Lichter sind da drauf. Oder geben diese Lichter dann den Stau wieder? Nein, ich glaube nicht. Okay, dann sind wir hier wieder an unserer Problemstelle Nummer 1, wie wir sehen. Machen wir mal Licht an, oder? Nee, Licht ist nicht an dabei. Schön die Häuser abreißen, die wieder alle nicht sind, weil immer noch Arbeiter fehlen. Ja, da müssen wir mal gucken. Wir haben ja schon mehr gebaut auf der anderen Straßenseite. Haben wir hier diese Brücke gebaut, dass es da weitergeht. Ja, da ist auch wieder eins. Zack. Zack. Es fehlen Arbeiter und Mast. Wir werden jetzt gleich noch was anderes machen, denke ich mal. Anstatt immer Häuser, Häuser, Häuser bauen. Macht das vielleicht Sinn? Das war das Falsche, schade. Ne. Straßenanbindung vielleicht zu machen. Also eine Buslinie machen wir mal hier hin. Vielleicht bringt dann ja, bringt es dann die Arbeiter zur Arbeit. So, das wollte ich sagen. So, ja. Hatte ich die Tipps nicht ausgestellt schon längst? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier nochmal? Eine Busdepot. Ja, komm, das machen wir hier auch hin. Ich wüsste nur jetzt nicht genau, wo ich das hinsetzen sollte, aber vielleicht findet sich ja hier noch irgendwo ein Plätzchen. Da müssen wir überall was abreißen, das wollte ich jetzt nicht tun. Wo machen wir das Busdepot hin? Gute Frage, ne? Hier im Agrargebiet ist es auch doof. Vielleicht hier unten noch. Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie, oder wir haben ja in der Mitte was freigelassen. Vielleicht mitten rein? Welche Straße ging durch? Diese hier unten, aber eigentlich spielt das keine Rolle, weil, ach, hier geht's ja auch. Ach, da können wir noch. Ich mach's mal hier hin. Und dann machen wir noch eine Straße gerade daneben, die hier durchgeht, ne? Oder? Das wollten wir eigentlich vermeiden, ne? Machen wir keine Straße hin, weil zu viele Kreuzungen so nacheinander waren ja schlecht. Genau. So, jetzt wollen wir aber die Arbeiter, die hier sind, zur Arbeit bringen. Und da einer hin. Dort einer hin. Da. Dann da einer hin. Ich glaube, wir brauchen gar nicht da oben noch welche hinsetzen. Dorthin. Die sind auch schon alle happy dann. Dahin. Ja, es ist schon wieder soweit, ne? Da. Und da gibt es keine Zufahrt, ne? Oder wie war das? Nee, da gibt es keine Zufahrt. Das ist schade. Wo ist denn die letzte Bushaltestelle hingekommen jetzt? Dein. Kommt die da hin? Hier kommt nur eine hin. Hier. Dort, dort, da, da eine hin und hier eine hin. Und dann geht es wieder in die andere Richtung. Aber da machen wir einen kürzeren Weg, denke ich. Und na, hier ist gar nicht lang gefahren worden, ne? Naja, das müssen wir jetzt mal sein lassen.
Ja, machen wir hier noch auf der anderen Seite auch noch ein und da und dann schließen wir die Runde. So. Dann sollte der Bus da auch fahren. Gut. Das brauchen wir nicht mehr. Ja, und dann kann schon wieder der Bagger raus, wie ich sehe. Da ist schon wieder total viel abzureißen. Ich hoffe jetzt, dass durch die Bushaltestelle mehr Leute an ihren Arbeitsplatz schaffen, die auch ungebildet sind. Ach, hier unten sind auch noch welche. Aber jetzt habe ich einen wieder erwischt, den ich vielleicht nicht erwischen hätte sollen, ne? Ich weiß nicht. Irgendwie klappt das hier noch nicht so. Da müssen wir nur mal genau überlegen, was wir hier machen. Überall fehlt es an Arbeitern hier. Den Bagger aus. Dann gucken wir nochmal rein. Aber es sind doch... Ja, die wollen ungebildete Arbeiter haben. Nicht genügend Arbeiter. Das ist unser Problem. Auch ungebildete Arbeiter. Die haben immer alle keine Arbeiter. Wohnen denn hier so viele gebildete Arbeiter? Eigentlich nicht, aber da sind auch schon gebildete bei, wie man gerade sieht, ne? Also. Können die sich untereinander was beibringen, oder was? 13 Ungebildete, aber 23 Gebildete. Sogar 7 gut gebildete und ein hochgebildeter wohnt da auch in dem Block. Hier gibt es ein Wasserproblem. Aber. So, jetzt brennt es hier auch. Feuerwehrtechnisch sollten wir vielleicht hier auch was übernehmen. Da ist auch Wassermangel. Irgendwo ist Wassermangel. Sollten wir dann vielleicht noch ein bisschen Wasser besorgen. Und zwar wo? Gute Frage, ne? Plus aufwärts war das, ne? Genau, irgendwo hier. Oder auch nicht. Wo ist denn jetzt... Warte mal, was ist das? Ist das von uns? Okay. Haben wir doch ein Wasserkraftwerk gebaut? Wusste ich gar nicht. Hier ist Wasser. So. Und gleich zwei daneben hin. Komm schon, der Grün da. Und verbinden. Und die Verbindung war ja noch da. Besser. Mehr wie eine Zuleitung. So, hier ist wieder das gleiche Chaos. Das ist schade. Schwierig, ne? Strom haben wir da oben. Kommerz möchte auch noch mehr werden. Ja, ich glaube, wir kaufen mal hier noch ein Grundstück, ne? Können wir das machen? Ne, das ist verkehrt. Da müssen wir... Ne. Oh. Da sind wir kurz davor... das hinzukriegen, ne? 43.982, da fehlen noch 16 Männerken. Okay. Gut. Ich glaube, wir müssen dann hier noch ein paar Straßen setzen, da ist es. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt können wir Kernkraftwerke bauen. Naja, das ist jetzt nicht die Lösung fürs Leben, ne? Das nächste sind... 65.000 Einwohner, alles klar. Gut, schön. Die Sonne geht auf, es wird Tag. Ja, das mit der Agrargeschichte ist etwas schwierig, glaube ich. Vor allem, weil da jetzt schon LKWs stehen oder was sind. Ach nee, das sind die Busse, ne? Ja, jetzt haben wir ein Busproblem auch noch.
Hier wird der Verkehr dann zu dicht. Super, hm? Müssen wir hier noch eine Autobahnauffahrt basteln, würde ich sagen, oder? Mehrspurige Straße. Keine Autobahn. Und zwar diese. Und die würde ich sagen, fängt hier an. Ja, würde ich sagen, oder? Machen wir eine Stufe hoch. Jetzt habe ich das wieder gedreht. Naja. So, die sollte dann vielleicht hier... Ja, wir müssen ein bisschen Platz haben, ne? So gehen. Ja. Und da geht sie dann wieder runter. Und... geht da lang. Würde ich jetzt sagen. So, das soll reichen. So, jetzt müssen wir hier unten dann aber die Autobahn weitermachen. Das ist doch eine Autobahn, ne, oder? Ich will's hoffen. Die führen wir mal bis an die Grenze. Und was sind da für Pfeile drauf? In die richtige Richtung, gut. Und dann müssen wir, glaube, von dort kommend, nee. So. Da dran machen. So, da sind keine Pfeiler drauf, das heißt, es musste funktionieren. Fahrtrichtung müsste die richtige sein. So, und dann brauchen wir abfahrten. Achso, hier auch hinten sollten wir vielleicht mal runterkommen. Erst, nee, das war die falsche Straße jetzt. Das ist diese. Und da müssen wir runter. So, passt's. Und dann die Autobahnauffahrt, beziehungsweise Abfahrt, ne? Diese. Funktioniert wieder gut, ne? Gar nicht. Na komm. Ich hätte sie gerne so geschwungen gehabt, dass sie hier drauf geht, aber es geht nur so. Okay. Sieht zwar jetzt etwas komisch aus, aber na, können wir nicht ändern. So, hier biegen wir ab. Hin und da drauf. Passt. Gut. So, die kommen, können da drauf fahren, die gehen, können da runterfahren. Die brauchen wir nicht machen. In die Richtung fährt keiner und aus der Richtung kommt keiner. Das heißt, die können da jetzt drauf fahren und runterfahren. Geradeaus soll keiner fahren. Passt, oder? So, und dann müssen wir hier hinten noch irgendwo anfangen, eine Straßenverbindung nach hier zu machen. Und das, würde ich sagen, ist hier schon ganz gut. Mit einer Vierspurigen vielleicht zu lösen, oder? Passt. Gut ist es. So, dann können da welche auf die Autobahn fahren. Müsste funktionieren. Hinten sieht die Brücke zwar jetzt nicht so dolle aus, wie man sieht, aber Schicksal. Und da fährt schon der erste Wagen. Gut.
Ja, und Kommerz ist gefragt. Den wollen wir doch gleich mal ansiedeln hier. Da machen wir mal nix, weil wir da noch abzweigen müssen. Passt. Okay. Da hinten machen wir auch noch Kommerz hin. Oh, warte mal, da ist noch ein Feld, das kriegt auch noch etwas. Gut, passt erstmal. Kommerz ging zurück. Dann ist noch eher das gefragt. Und das wird schwer genug hier werden, das zu machen. Straße. Ne, machen wir, glaube ich, noch eine vierspurige hier weg. Geht das? Passt. Und aus der Richtung. Ja, machen wir eine vierspurige hin. Und dann müssen wir gucken, dass wir da verteilen. Das ist schon passend drauf dann. Und hier, ja, hier denke ich mal, machen wir noch eine Straße da rein. Und von da aus geht dann eine hier. Na, das macht er gar nicht, wa? So eine. Und so, passt. Das gleiche machen wir hier auch, oder? Machen wir mal bis da hinten hin. Und die Straße von da aus an. Fertig. Und dann brauchen wir noch Wohnhäuser. Natürlich die Blocks. Wir brauchen ja ungelernte Arbeiter, ne? Und die gibt's vor allem da. Das lasse ich mal erst noch so. Vielleicht baue ich da noch was anderes rein. So, zu. Gut, und dann fehlt wahrscheinlich Wasser da. So. Ja, ein bisschen länger, passt schon. Und die andere Richtung muss bis da. Da hinten ist es noch ein bisschen wasserknapp. Passt. Wunderbar. Der Kommerz kriegt jetzt auch Wasser, kann wachsen. Jetzt sind wir wieder ziemlich gleich mit den Dingens. Wie heißt es? Mit den Gebieten, die wir haben. Hier geht irgendwas gerade nicht. Na, jetzt drücke ich hier was Falsches. Das muss nochmal an. Weg, weg. Weg, weg. Ja, ich glaube dann irgendwie das Problem, dass die Agrarwirtschaft hier nicht funktioniert. Müssen wir da irgendwelche politischen Regeln aufstellen. Obwohl, ich glaube, es wird aber weniger. Kann das sein? Ich glaube, das wird weniger. Wir werden sehen. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.